Diesen Punkt betone ich deswegen, weil ich damit auch gleichzeitig unterstreichen möchte, dass Geoinformatik nicht ein Thema ist, das säulenartig neben vielen anderen Themen steht. So, da gibt es bei uns Fachbereiche für Geologie, für Biologie, für Soziologie, für Archäologie. Und das interfakultär bedeutet, dass wir mit allen diesen nicht nur arbeiten sollen, sondern auch dürfen. Und das erwähne ich jetzt weniger aus universitätsorganisatorischer Sicht, sondern einfach, weil das, glaube ich, eine wichtige Aussage für unsere Disziplin, für unser Fach ist, weil wir als Querschnittsthema, als Querschnittstechnologie, als Querschnittsmethode das Glück haben, den Vorteil haben, nicht in unserer eigenen Little Box archiviert zu werden, sondern quer über unterschiedliche Bereiche hinweg arbeiten zu können. Und deswegen, auch deswegen freut es mich ganz besonders, dass in diesem Jahr sich die Situation ergeben hat, dass wir die FOSGIS mit AGIT und GI Forum kombinieren können. Ich denke und ich hoffe, das ist für uns alle und Sie alle eine vorteilhafte Organisationsform. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge von und miteinander zu lernen. Das Spezifikum, warum mir immer daran liegt, dass Veranstaltungen oder Communities wie diese auch hier eingebunden sind, ist schlicht und einfach Diversität. Ich glaube, wir als Branche profitieren sehr davon, wenn es Vielfalt gibt. Und das kann jetzt Vielfalt in technischer Hinsicht sein, das kann Vielfalt in lizenztechnischen Zugängen sein. Aber diese Breite brauchen wir als Universität nicht nur im Forschungsbereich, sondern ganz besonders in unserer vermittelnden Rolle, in unserer Rolle, was Studierende betrifft. Und sehen Sie sich um, es gibt im Bereich der Geoinformatik doch eine ganze Anzahl Studierende hier. Das sind typischerweise im Masterstudium so zwischen 80 und 90. Wenn Sie da Mitarbeiter suchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an Absolventen. Das ist immer ein durchaus sehr gerne gesehenes Angebot in Unternehmen, aus denen viele von Ihnen kommen, auch tätig zu sein. Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche Tage, einen guten zweiten Start in diese Veranstaltung, nachdem es gestern schon ganz spannend und gut gelaufen ist. Danke und ich hoffe, Sie verbringen eine gute Zeit hier bei uns. Ja, vielen Dank für die in vielerlei Hinsicht wahren Worte, die ich so unterstreichen kann. Und ich sehe auch die FOSGIS-Konferenz, wie auch die AGIT, immer auch als Möglichkeit für die Firmen, an Nachwuchs ranzukommen, viele Studierende zu treffen. Deswegen ist ja auch die FOSGIS-Konferenz seit vielen Jahren immer in universitären oder zumindest Hochschulräumlichkeiten geblieben. Umgekehrt ist es aber durch unsere Anbindung an die lokale Organisation auch immer für die Studierenden eine Möglichkeit, überhaupt Kontakt zu Firmen zu bekommen und dann natürlich auch zu potenziellen Arbeitgebern. Das ergänzt sich also wunderbar. Ein paar kleine Worte zu der Organisation, die für die FOSGIS-Konferenz seit vielen Jahren zuständig ist. Der FOSGIS-Verein ist ein Verein, der 193 Mitglieder hat. Die 192 hat heute Morgen gestimmt, aber ich habe vorhin den ersten Mitgliedsantrag aus der FOSGIS-Konferenz der diesjährigen entgegengenommen. Da kommen hoffentlich noch einige hinzu. Einen habe ich auch hier. Wer ihn also gleich haben möchte, einfach kurz zu mir kommen, direkt im Anschluss. Der kann gerne bei uns mitmachen, kann gerne seine Freizeit dafür opfern, eine zukünftige FOSGIS-Konferenz mitzuorganisieren oder kann bei einer zukünftigen FOSGIS-Konferenz am FOSGIS-Stand stehen und Leute informieren, die noch keine Ahnung von Open Source GIS haben oder von freien Geodaten oder OpenStreetMap. Wir sind ein recht wilder Haufen, was ein paar Bilder gleich auch noch zeigen werden, die aber immer, wenn sie sich treffen, sehr viel Spaß haben. Und das ist auch das, was, glaube ich, das Wichtige ist vom Community-Gedanken aus gesehen. Also mein persönliches Ziel für die FOSGIS-Konferenz ist, dass wir die Mitgliederzahl von 200 knacken. Also jetzt fehlen nur noch 7. Wir haben vorhin schon überlegt, ob es dafür dann auch einen besonderen Preis gibt. Wir sind uns noch nicht einig, was es wird, aber möglicherweise kann das 200. Mitglied sich über irgendeinen Sonderbonus freuen, so als kleinen Anreiz.
wo muss man hin, um die Mitgliedsanträge zu finden? Wenn man im Ausstellerbereich ist, der ist ja jetzt während der Foskis-Konferenz noch durch Aufbauarbeiten auch für die anschließende AGIT etwas beeinträchtigt, aber ganz hinten links ist der große Bereich, wo OpenStreetMap, wo Communities ausstellen, wo auch der Foskis-Verein seinen eigenen Informationsstand hat. Da hingehen in der GI-Lounge, da gibt es auch Möglichkeiten, sich gemütlich hinzusetzen, zu entspannen und auch unter angenehmer Atmosphäre mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also genau die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Schwätzchen zu halten und Mitglied im Verein zu werden. Was macht der Foskis-Verein? Eins der sicherlich attraktivsten Events, die der Foskis-Verein regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr organisiert, sind Hacking-Wochenenden, wo sich 20 bis 30 Personen treffen, üblicherweise im Linux-Hotel in Essen, weil das kreative Milieu dort einfach wunderbar ist. Und dann wird ein Wochenende lang gehackt, neben Erdbeerkuchen, neben Gruppenfoto, das muss natürlich auch sein, neben vielen Laptops auf Gartenstühlen, Lagerfeuer am Abend und wie das Bild oben rechts, für das sich eine Vergrößerung lohnt, auch zeigt, dass es tatsächlich vor 2 Jahren auf einem Hacking-Wochenende entstanden. Manchmal wird auch wirklich Holz geschlagen. Das war jetzt bei einem Sturm, der während des Hacking-Wochenendes das Linux-Hotel leider heimgesucht hat. Hoffen wir, dass das eine Ausnahme bleibt, aber es ist zumindest so, dass das Wort Hacking in dem Fall wohl tatsächlich wörtlich genommen wurde. Außerdem engagiert sich der Foskis-Verein natürlich in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind seit vielen Jahren standardmäßig präsent auf Veranstaltungen, wie beispielsweise auch auf der AGIT, auf der Intergeo, anderen kleineren Veranstaltungen und versuchen dort, die Gedanken und Ideen, die hinter freier Software im Geobereich und freien Geodaten stecken, öffentlich zu machen, bekannt zu machen und Leute für diese Ideen zu begeistern. Wir sind außerdem für die OSGeo Foundation als internationale Organisation, die sich für freie Software im GIS-Bereich einsetzt, das Local Chapter und verstehen uns auch oder sind auch als solches anerkannt, nicht nur das Local Chapter für Deutschland, sondern ganz bewusst für den deutschsprachigen mitteleuropäischen Raum, Deutschland, Österreich und auch die deutschsprachige Schweiz. Wir sind also das Local Chapter OSGeo Dach, auch wenn wir als Verein, als Foskis e.V. in Deutschland verankert sind. Recht einmalig ist, glaube ich, die enge Verbindung, die wir haben mit der OpenStreetMap Community, wo also die alten GIS-Software-Hasen mit den innovativen OpenStreetMappern aufeinandertreffen und viel gemeinsam machen. Das heißt, der Foskis e.V. ist auch für die deutschsprachige OpenStreetMap-Community ein Stück weit die institutionelle Verankerung. Das heißt, wir können Spenden entgegennehmen und diese an die Community weiterleiten. Wir können auch Vertragswerke, die irgendwo mal nötig sind, beispielsweise wenn irgendwo ein Server angemietet werden muss, unterschreiben und damit rechtskräftig machen, weil eine Community wie OpenStreetMap dies natürlich nicht so einfach kann. Das muss dann ansonsten über Privatpersonen laufen, die entsprechend dafür bürgen. Das können wir als Verein natürlich besser und sicherer für die Beteiligten. Eins unserer größten Steckenpferde und ehrlicherweise auch größten Einnahmequellen ist allerdings die Foskis-Konferenz, dieses Jahr in Salzburg, aber dieses Jahr 2016 haben wir uns auch eine weitere Konferenz angetan, sage ich mal, angetan mit Blick zu Till, weil angetan in dem Fall heißt, dass es natürlich sehr viel Zeit bindet. Die Fos4G 2016, also das internationale Pendant zur Foskis-Konferenz. Die Foskis-Konferenz mit ihrem Vorgänger ist übrigens älter als die Fos4G. Die Fos4G 2016 wird dieses Jahr in Bonn stattfinden. Wenn Sie also im Herbst noch nichts zu tun haben, dann darf Till jetzt gerade mal in ein paar Worten sagen, warum sich ein Gang, ach, das ist ja Windows, stimmt ja. Entschuldigung. Wo kann ich das nicht? Ja, das Bildschirm wechseln funktioniert unter
bitteschön. Ah, da sind wir. Willst du das hier oder nicht machen? Nee, gib mir das. So, gut. Ich laufe mal lieber rum. So, kleine technische Schwierigkeiten gelöst. Ja, wir haben ein paar mehr Schwierigkeiten zu lösen, was die Konferenz angeht. Die Phosphor-G 2016 in Bonn. Ich wollte ein paar Worte dazu sagen, was wir dort tun, was wir vorhaben. Ich wollte natürlich auch, dass möglichst alle, die heute hier in dem Raum sind, zumindest ernsthaft überlegen, dahin zu gehen. Und dafür habe ich noch ein kleines Bonbon mitgebracht, komme ich aber am Ende zu. Herr Strobel, nichts gegen Ihren Raum hier, der ist schön. Wir sind im alten Bundestag, beziehungsweise in Bonn heißt das der neue Plenarsaal, weil sie den nach dem Wasserwerk, was vielleicht einige noch kennen, gebaut haben. Ich liebe dieses Gebäude, es ist wirklich hell, es ist toll. Also genau dort wird der Hauptort der Phosphor-G sein und für einen Bonner ist das natürlich ein Traum, da drin tatsächlich mal eine Konferenz veranstalten zu können. Ich habe mal, das ist allerdings ein paar Tage alt, nur um mal so eine Show zu machen, wo die Leute, die sich bisher angemeldet haben, überall herkommen. Wir haben natürlich einen Schwerpunkt Mitteleuropa, interessanterweise ziemlich viel aus Skandinavien, traditionell natürlich immer USA, Kanada. Wir haben aber auch 4 Australier, 4 Neuseeländer, 2 Mongolen. Afrika sind es mittlerweile auch ein paar mehr geworden, als wir es auf der Karte sehen können. Also es ist wirklich, wir sind mittlerweile in über 50 Ländern, kommen die Leute tatsächlich nächstes Jahr nach Bonn. Und ein zweiter Punkt, das finde ich auch immer sehr eindrucksvoll, wir arbeiten ja alle mit Karten. Das sind so die Veranstaltungsorte, wo eine Phosphor-G bisher gewesen ist. Und man kann das so schön in eine Reihe stellen und sagen, Sydney, Seoul, Kapstadt, Barcelona, Bonn. Ah? Das ist der zweite schöne Effekt für einen Bonner, dass man sich in die Liste dieser Städte einreiht. Ganz kurz ein paar Zahlen. Also wir sind im sogenannten World Conference Center Bonn. Stand heute Morgen oder gestern waren so 525 Anmeldungen. Also da gehen noch ein paar rein. Wir hatten 290 Vortragseinreichungen, 180 haben wir ausgewählt. Dazu kommen noch die Einreichung vom sogenannten Academic Track, 25, 15 ausgewählt. Wir hatten 65 richtig super Workshop-Einreichungen. 42 Workshops haben wir ausgewählt. Die werden an den Tagen vor der Konferenz gehalten. Wir haben über 25 Sponsoren und auch ganz spannend, Sie kennen das ja Jahr für Jahr, Herr Strobel, wir kennen das von der Foskis. Ich habe mal gezählt, wir hatten so 45 Meetings im Local Organization Committee bisher. Ich glaube, der Einzige, der immer dabei war, war wahrscheinlich ich. Kleinere Gruppen, Wochenendtreffen. Wir waren auch schon zweimal im Linux Hotel, haben dort Treffen gemacht. Ich habe so nur für die Konferenz aktuell so um die 1200 Mails verschickt. Das wären wahrscheinlich auch noch ein paar mehr. Also da ist eine ganze Menge Arbeit hinter. Und ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, wenn es in 7 Wochen dann soweit ist. Noch ein kurzer Blick. Wir haben, fangen an am 21. August, das ist ein Sonntag, im Codesprint im Basecamp Bonn. Coole Location, alte Fabrikhalle, stehen Caravans drin, Eisenbahnwaggons und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich ein schöner Ort für einen Codesprint. Haben dann am 22. und 23. August jene 42 Workshops, die ich eben genannt habe. Haben noch ein sogenanntes B2B-Meeting am 23.8. mit einer, glaube ich, ganz lustigen Vortragsform. Dann unsere Kernkonferenz, 24. bis 26.8. Sie können sich das wunderbar merken. Ich habe mein T-Shirt heute nicht an. Aber es sollte jeder so eine Postkarte mitnehmen. Die liegen vorne am Empfang oder hinten auch bei uns am Foskis-Stand. Ja, und dann haben wir natürlich noch irgendwelche Gala-Events. Wir fahren mit dem Schiff über den Rhein, haben Icebreaker, Boff-Sessions, Familienausflüge, Kneipenrallye. Alles, was drumherum dazugehört. Ja, Sie können dabei sein. Und um wenigstens eine kleine Verbindung zwischen einer Foskis und einer Phosphor-G, die ja beide vom gleichen Verein ausgerichtet werden, hinzubekommen, haben wir uns überlegt von Seiten der Phosphor-G, dass alle Foskis-Teilnehmer, die auch tatsächlich da sind,
noch bis zum 22.07. sich nachträglich zu Early-Bird-Konditionen anmelden können bei der FOS4G. Das geht so, Sie gehen auf die Webseite, registrieren sich dort im Registrierungssystem, buchen nichts, sondern schicken dann eine E-Mail an registration@phosphorg216.org oder an info@phosphorg216.org und dann werden wir Sie da in die richtige Richtung lenken und dann hoffe ich, dass wir uns möglichst zahlreich dann in Bonn Ende August wiedersehen. Danke. Jetzt geht das wieder rückwärts. Jetzt muss ich es auch halten, glaube ich. Jetzt ist die Klammer ab. Gut, Phosphorg 2016, also würde mich freuen, das klingt jetzt fast nach Abschlussveranstaltung hier, Sie dort wiederzusehen oder im Community-Sinne euch dort wiederzusehen. Aber wir sind ja erst am Anfang der Phosgis-Konferenz. Das heißt, Phosgis-Konferenz, die Veranstaltung, die der Phosgis e.V. seit vielen Jahren erfolgreich, möchte ich schon behaupten, macht. Es ist dieses Jahr die 11. Phosgis-Konferenz, wobei man, wenn man weiß, woher die Phosgis-Konferenz kommt, dass sie am Anfang ein UMN-Anwender-Treffen war, erst zweimal in einem Jahr, dann noch zwei darauffolgende Jahre und dann wurde sie erst zur Phosgis-Konferenz, weil eben nicht nur UMN-Map-Server-Leute da waren, dann könnte man sogar sagen, die 15. Konferenz. Es ist auch nicht die erste Konferenz, die auf nicht deutschem Boden stattfindet, sondern wir waren bereits 2013 in Rapperswil in der Schweiz und auch das war erfolgreich. Erfolgreich, so wie ich es eigentlich auch von diesem Jahr 2016 für Salzburg erwarte. Was heißt in dem Fall erfolgreich? Erfolgreich heißt, dass wir jedes Jahr zahlreiche Vorträge haben, wo wir wirklich Wissen weitergeben, eins der wichtigen Satzungsziele, die unser Verein auch hat. Erfolgreich heißt aber auch, dass wir ein Social Event haben, wo die Leute sich intensiv auch über andere Themen des Lebens austauschen, momentan vielleicht auch über Fußball, wobei über Fußball wird meistens aufgrund der Konstellation im Vorstand auch so geredet, nicht nur während einer Europameisterschaft. Und auch 2016 haben wir natürlich wieder ein großes Portfolio an Vorträgen für Sie zusammengestellt, haben Lightning Talks, haben Anwendertreffen, haben bereits gestern einen erfolgreichen OSM-Sonntag geschafft, absolviert, haben zahlreiche Workshops, in denen wirklich hands-on an Rechnern Einblick, einsteigende oder auch vertiefende Einblicke in die unterschiedlichen Möglichkeiten der Open-Source-Software gegeben werden kann und natürlich das Social-Event, das morgen Abend stattfindet. Ich will an der Stelle ehrlich sein, die Workshops und auch die Teilnahmegebühren, die wir im Rahmen der Phosgis einnehmen, sind die Haupteinnahmequelle des Phosgis e.V., das heißt, das Geld, das als Überschuss wirklich aus einer Phosgis-Konferenz herausgeht, ist das, das es uns ermöglicht, die entsprechenden Hacking-Wochenenden zu finanzieren, andere Förderanträge, die wir bekommen, zu finanzieren und zu sagen, jawohl, da hat jemand eine tolle Idee, das möchten wir auch entsprechend unterstützen und fördern. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum unser Mitgliedsbeitrag, der zu unserem Finanzvolumen praktisch kaum einen Beitrag leistet, noch so niedrig ist. Firmenmitglieder zahlen 100 Euro pro Jahr, normale Personen 30 und Studierende sogar nur 10 Euro und das ist seit vielen Jahren so geblieben und das können wir möglicherweise auch noch viele Jahre so halten. Also nochmal der Aufruf, Mitglied werden kein Problem, die finanzielle Belastung hält sich auch in Grenzen. So, was erwartet Sie jetzt zur Phosgis-Konferenz 2016? Ich habe mal quer durch das Programm gelesen, was denn so vom Programmkomitee an Vorträgen ausgewählt wurde. Und wenn ich solche
Titel, die teilweise wie beim ersten mit Kill All Zombies kaum lesbar sind, denn wie man den Prompt und das Größerzeichen an der Stelle vorlesen will, weiß ich gar nicht. Wenn man hört GIS in der Cloud oder Fragen, wie braucht OpenStreetMap Flächen und Kanten, als GISer würde ich sagen, ja, unbedingt. QGIS meets Map Proxy oder Geoverarbeitung im Browser, OpenStreetMap mal, Entschuldigung, OpenStreet mal ohne Map oder ganz am Ende natürlich den FOSGIS e.V. Sekt-Empfang, dann weiß ich schon, dass das eine Konferenz wird, in der viel steckt, in der auch jeder sicherlich etwas findet, was ihn interessiert und von der jeder auch viel mit nach Hause nehmen kann. Allein die Workshop-Beiträge und die Teilnehmergebühren sind es nicht, die das Ganze ermöglichen. Unser Dank an der Stelle geht auch an unsere Sponsoren, 4 Silbersponsoren und 4 Bronzesponsoren haben wir dieses Jahr, obwohl wir nicht in Deutschland diesmal sind. Wobei ich es etwas schade finde, dass, wenn ich so drüber gucke, sich scheinbar niemand aus dem österreichischen Raum gefunden hat, der gesagt hat, das wäre doch an der Stelle mal eine Gelegenheit, den ganzen Besuchern, die auf eine FOSGIS-Konferenz kommen, auch mal an der Stelle sich zu präsentieren. Omniscale, Geofabrik, Norbit, Geoinfo, SourcePole, Ware Group, Camp2Camp und BeMasterGIS sind die Firmen, die sich dieses Jahr bereit erklärt haben, uns auch finanziell so zu unterstützen, dass letztendlich der Output aus der FOSGIS-Konferenz größer wird und wir entsprechend viel mit dem Geld machen können. Danke an der Stelle. So, was fehlt noch? Gegen Ende der Einführungsveranstaltung fehlen natürlich so die aktuellen Hinweise. Denn es gibt immer so ein paar Sachen, die vorher nicht planbar waren, die man noch ein bisschen beachten muss. Zuerst, wer heute sehr zeitig schon sich registriert hat oder gar gestern, dem konnte noch kein Programmheft ausgehändigt werden. Die sind mittlerweile da und liegen im Bereich der Anmeldung des Registration, des Welcome Desk aus. Wer also noch keins hat, kann sich da gerne noch eins abholen. Der USM-Sonntag von gestern war ein voller Erfolg. Das lohnt sich, das auch wirklich bekannt zu geben und ist, glaube ich, an der Stelle auch ein Applaus wert für alle, die sich da intensiv eingebracht haben. Das Anwendertreffen für PostNAS, das heute für 18.30 Uhr im grünen Hörsaal geplant war, ist verlegt in den Bereich des Expo-Forums. Das passt von der Atmosphäre, glaube ich, auch besser, also da einfach, wer da sowieso plante hinzukommen, bitte die andere Lokalität beachten. Für morgen gibt es auch noch 2 Hinweise, was nicht im Programmheft steht, aber es ist immer ganz schön, wenn man ein großes Teilnehmerfoto einer FOSGIS-Konferenz hat, das man dann auch irgendwo veröffentlichen kann. Wir werden versuchen, morgen Abend um 17 Uhr, also im Anschluss an die Vorträge, auf der Terrasse draußen ein Foto zu machen. Wer also sich auf einem Massenfoto dann irgendwo suchen will oder irgendwelchen Leuten sagen will, guck mal hier, da bin ich irgendwo drauf, such mich mal, der möge bitte morgen Abend um 17 Uhr dann da sein. Außerdem für morgen Abend das Social Event, Dialoge am Amphitheater genannt. Warum? Weil dort direkt im Umfeld auch ein Amphitheater steht. Das, so wurde mir gesagt, allerdings nicht offiziell betreten werden darf wegen Baufälligkeiten, aber vielleicht findet sich für kleinere Gruppen ja doch eine Möglichkeit, da auch mal einen Blick hinwerfen zu können. Morgen Abend also Social Event, 18 Uhr, eigentlich der Grund, der eigentliche Grund, um auf eine FOSGIS-Konferenz zu kommen. Wir wollen unsere Konferenz auch immer verbessern, haben das seit vielen Jahren immer wieder getan. Deswegen gibt es jedes Jahr einen Teilnehmer-Feedback-Bogen, der mit der Anmeldung ausgeteilt werden wurde. Normalerweise, wenn nicht, bitte nochmal am Welcome-Desk holen. Dieses Feedback wird wirklich von uns dann ehrenamtlich
aufbereitet, ausgewertet und geht direkt in die Organisation mit ein. Wir sind sehr dankbar, wenn das auch dieses Jahr wieder klappt und wir eine entsprechende Rückmeldung bekommen, die uns hilft, die Konferenz noch weiter zu verbessern. Und eine traurige Meldung, wenn man so will. Wir haben bis jetzt für nächstes Jahr noch keine Location gefunden, wo wir eine Foscis-Konferenz ausrichten können. Was heißt das? Man kann, schlimmstenfalls wird es nächstes Jahr keine Foscis-Konferenz geben, das wäre extrem schade. Andererseits kann man auch sagen, eine positive Meldung, wir haben für nächstes Jahr noch keine Location für eine Foscis-Konferenz gefunden. Das heißt, wer bei sich zu Hause aus universitärem oder Hochschulumfeld weiß, da ist ein Hörsaal für gut 300 Leute vorhanden und noch zwei, drei kleinere dazu und irgendwo die Möglichkeit, noch an Rechner zu kommen, um Workshop-Räume anzubieten, der hat die Möglichkeit, uns direkt anzusprechen und zu sagen, ja, er möchte es endlich mal wagen. Nach den Ausführungen von Till wird wahrscheinlich jeder denken, nein, so viel Arbeit tue ich mir nicht an. Man muss an der Stelle allerdings auch sagen, die Arbeit, die in einer Fos4G steckt, ist in keinster Weise vergleichbar mit der Arbeit, die ein Local Team in einer Foscis, bei einer Foscis-Konferenz macht. Es ist natürlich viel, aber man ist als Local Team nicht allein. Und es viele Jahre Erfahrung haben dazu geführt, dass ich glaube, dass doch viele Sachen davon, viele Probleme, die man vielleicht erwarten würde, einfach schon Lösungen haben. Also ich glaube, so arg schlimm ist es gar nicht mehr, eine Foscis-Konferenz als Local Team zu veranstalten. Einfach an uns wenden, gerne an uns herantreten und sagen, ja, was ist denn, was braucht man denn dafür sonst noch, wie viel Zeit geht denn wirklich dafür drauf? Selbst wenn Sie selbst nicht aus einer Hochschule kommen, dann haben Sie vor Ort vielleicht eine und vielleicht ein paar kleine Kontakte dazu. Also wir suchen noch für 2017. So, 13.32 Uhr, für 13.30 Uhr angekündigt, der erste große Vortrag dieser Konferenz, von dem das Programmkomitee gesagt hat, der wirkt so interessant, den möchten wir nicht in irgendeinen parallelen Slot packen, sondern das ist ein Vortrag, wo wir sagen, den sollen eigentlich alle hören können. Und deswegen gebe ich das Mikro jetzt weiter, ich versuche es auch schnell noch zu reparieren, an Christoph Hormann, der uns etwas über Jenseits von Mercator erzählen wird, über die Probleme, die Erde in ein Quadrat zu pressen. Und vielleicht löst sich für mich dann endlich die Frage, ob die Versuche, die Erde in ein Quadrat zu pressen, tatsächlich auf Google zurückzuführen sind oder ob es da noch andere Quellen gibt.